Moin zusammen, willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Kenshi. Ja, Kang. Neueste Errungenschaft. Wo will er jetzt hin? Achso, ich habe hier wieder irgendwas geklickt. Ich würde gerne noch den achten Mann oder Frau kaufen. Anheuern. Gucken, ob wir da schon genug. Ich glaube, das müsste schon reichen. Wir warten mal, bis 30 Kupfer da sind. Und dann verkloppen wir das nochmal. Und dann. Du solltest doch trainieren, glaube ich, ne? So. So. Dann besorgen wir mal den nächsten. Ich würde nämlich gerne noch mal so jemanden wie Kang anstellen. Für 6.000 waren das, genau. Der kämpfen kann. Nebenbei gucken wir mal ein bisschen, wie das aussieht. Sieht doch gut aus. Zu ist nur am Stoffe machen. Der latscht gemütlich durch unser Dorf. Das. Kang. Was war der eigentlich im Fernkampf? War der nicht so toll. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. So, Wut kloppt rein oben. Ich werde dann wieder unsere Ohren zur Stadt schicken, die Sachen verkloppen. Im Moment klappt das hier mit dem Verkaufen ja nicht mehr so ganz, warum auch immer. Die Leute können sich das nicht leisten, sagen sie meistens. Also, das hat dann wohl keinen Sinn. Dann wollte ich noch schauen, ob ich irgendwas noch bauen kann, was für uns sinnvoll wäre. Ja, Haschisch können wir leider nicht herstellen, Drogen. Da fehlen uns die entsprechenden Sachen, um das zu erforschen. Elektrik. Nee, ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles. Was wir erforschen können, erforscht. Also wir müssen unbedingt in so eine Ruine rein. Deswegen stocke ich hier mal die Mannschaft auf 10 Stück auf. Und ich werde auch noch mal versuchen, zwei von den Leuten hier mehr als Fernkämpfer auszubilden. Hier vielleicht die drei Fernkämpfer, drei von den Nahkampftypen oder Leuten. Und der Rest hält sich still im Hintergrund und schlägt nur zu, wenn die Gelegenheit günstig ist. So, Wut. Wie sieht's denn aus? Ah ja, er hat jetzt wieder eine Ladung da. Jo. Würde ich mal sagen, Ohren ist ja fertig mit seiner Weizenfarm, ne? Fast. So, hier müssen wir jetzt wieder mache hier die Aufgabe mal kurz weg. So ein bisschen hin und her Schieberei. So. Einmal noch. So. Das dürfte reichen. So. Aufgabe wieder an. Was war eins wert? 180. 1 ist 180, sind 1800. 20 sind 3600.
Also 40 Stück bräuchten wir ungefähr, dann haben wir die 6000 zusammen. Ja, 40 Stück. Müssen wir noch ein bisschen warten. In der Zeit schaue ich mal, was hier noch so los ist. Ich eben schon mal geschaut, da ist genug da. Und wir können ja auch noch mal schauen wegen diesen Verteidigungsmauern, was ich da gesehen hatte. Die würde ich ja auch gerne mal bauen. Ja, das ist Quatsch. Du nicht. Du kannst da ruhig weiterarbeiten. Oder hat er jetzt keine mehr? Ist wahrscheinlich der Hanf alle. Dann kann er nicht mehr weitermachen. Dann rennen wir doch hier mal ein bisschen in der Gegend rum. Was ist das? Achso, das ist der Brunnen. Ja, dann können wir das ja noch mal ins Lager bringen. Hier genauso. So, dann haben wir das auch erledigt. Kohle haben wir ja sogar noch 1590 über. Könnten wir sogar eher den nächsten Mann kaufen. Haben wir noch irgendwas, was wir bauen können, was wir brauchen? Bergbau, was haben wir denn da? Fertigung. Ich glaube, eine Elektronikwerkbank haben wir noch nicht. Glaube ich jedenfalls. Ich mal gucken. Ja, Häuser bauen wir noch nicht weiter. Gefängniskäfig. Aha. Armbrustlager, Medizinkiste, Rüstungslager, sowas haben wir zum Beispiel noch nicht. Sowas könnten wir zum Beispiel mal bauen. So. Machen wir mal so. Rüstungslager. Und einen Waffenschrank. Den stellen wir mal hier hin. So. Jetzt gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Baumaterial, Baumaterial. Das besorgt er sich jetzt. Da haben wir ja genug von auf jeden Fall. Ja, auf, da haben wir jede Menge von. Stellen wir wieder ein bisschen höher. Irgendwas. Ladenticker haben wir. Grünfrucht, Landwirtschaft. Ich da habe ich auch genug. Hier sind die Verteidigungsmauern, das sind diese Teile hier. Also die kann man wirklich hier so hochziehen. Na, hier so hatte ich gedacht, vielleicht hier an beiden Seiten hier so das Tor, ne? Halt, hier, da, das Tor. Und dann gehen die Mauern halt hier so an beiden Seiten hoch. Dieses Tal so ein bisschen ausnutzen, diese Felsformation. Und auf der anderen Seite genauso.
Hier, dann die Mauern hier hoch und auch das Tor. So was hatte ich gedacht. Kleiner Windgenerator. Ja, die haben wir ja gebaut. Oder? Ja, haben wir schon. Ja gut, die haben wir jetzt noch nicht gebaut. Das würde ich dann auf der Mauer machen wollen. Wenn wir sie denn bauen. Was baut man denn überhaupt für? Moment. Mauern. Baumaterial. Also das Material hätten wir aber auf jeden Fall. 10 Baumaterial. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir setzen mal hier das Tor hin. Das erste. So, hier so. So. Ich hoffe, die snappen aneinander. Jo. Ah, so funktioniert das. Ah, so funktioniert das. Das ist schön. So. Und dann hier. So. Hätten wir die erste Seite doch schon mal. So wie ich mir das ungefähr vorstelle. Ich wollte gerade sagen, was ist da jetzt los? Haben die Panik, dass sie nicht mehr rauskommen? Die Lager sind fertig. Jetzt macht er das nächste. Ja, gut, dadurch, dass er jetzt sowieso Ingenieur die Aufgabe hat, dann wird er sich auch gleich um die Mauern da hinten kümmern. Und wir könnten dann hier mal zusehen, wo wir hier noch die Mauern setzen. Dann, oh, nein, du machst weiter. Hier so runter. Tor, dann hier wieder hoch. Also müssten wir das Tor hier setzen. Also Verteidigung. Nee, Mauern. Verteidigungstor hier. Hier so. Da. So irgendwie. Die Mauern. Das mit den Mauern gefällt mir sehr gut. So, hier dahin. Einmal da. Und ah, hier geht das nicht. Dann hier so hin. So. Das geht wahrscheinlich sogar so weit, dass man einmal rumbauen könnte. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, wir müssen dann noch einmal zusehen, dass wir wieder Baumaterialien anschaffen. Wie haben wir da noch drin? 78. Nee, Quatsch. Nein, 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 du bleibst da. Ja, so. Ich wollte mal gucken, wie viel. So, ich dachte, man sieht insgesamt, aber das ist egal. So, ich würde mal sagen, Oron. Der macht mal mit. Der hat nämlich einen größeren Rucksack. Und
Dementsprechend können die beiden hier jetzt mitmachen. Du machst mal das. Hotlongs macht weiter Brot. Mio wird sich mal um den kümmern. Es geht jetzt nur darum, dass das Material nicht abreißt. Die Versorgung. Wir haben unsere ersten Mauern. Ich will mal was ausprobieren. Mal gucken, ob das geht. Also Mauern. Tatsache, das snappt hier so an. Da könnte man. Da so. Also man könnte tatsächlich einmal so rum. Finde ich sehr interessant. Wir lassen aber erstmal die jetzt aufbauen. Oh, Nase, Moment. Ah, Gott, Emergency Mute. Sowas. Ich bin mal gespannt, ob das Bauen von Mauern irgendeine Auswirkung darauf hat, ob wir mehr angegriffen werden oder so irgendwie. Vor allen Dingen auf die Pfade der Leute, die durch die Stadt durchgehen. Da sollte man vielleicht wirklich überlegen, ob man nicht doch die Mauer schließt mit der Zeit. Genug Baumaterial haben wir wahrscheinlich sogar. Naja, mal gucken. Mal abwarten. Ich habe das noch nicht gemacht. Also es ist ja das erste Mal, dass ich sowas mache. Das könnte weg. Da bin ich gespannt. Kang trainiert noch. Nahkampf. Da kann er aber, glaube ich, mal mit aufhören. Yeah, unser erstes Tor ist fertig. Ist das das? Ja, ne? Nee, noch nicht ganz. Das ist das da unten. Tatsächlich. Kang. Könnten wir den doch hier als ersten Wachposten mal hinstellen? Genau, da steht er doch vollkommen richtig. Gibt es hier irgendeine Option? Modus blocken. So eine Wachfunktion wäre mal interessant. Ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wie bei der Stadt, die Wachen stehen ja auch hier so und kann ich das Tor denn auch? Ah ja, tatsächlich, das kann ich sogar zumachen. Ah ja, ist ja lustig. So, Tor 2 ist auch fertig. Das finde ich lustig, echt. So, die Mauern werden langsam fertig. Er hat schon wieder neues Kupfer. Das ist gut. Ja, und sobald dieses mit 40 voll ist,
dann werde ich Oron wieder schnappen, mit ihr in die Stadt ziehen, zu Geld machen und anschließend quatschen mal wieder einen von den Leuten an, die hier, ja, so wie der Kang halt Krieger sind. Ich nehme die Krieger hier. Sie ist, glaube ich, auch so eine. Schaut zwar ein bisschen abgemagert aus, aber hier, sie ist bestimmt auch eine. Die hier zum Beispiel. So jemanden quatschen wir dann an. Und ja, noch laufen sie nämlich hier rum. Jetzt laufen sie nämlich dann anschließend durch das Tor, hoffe ich mal. Also ich finde das schön gemacht mit dem Bauen der Mauern. Also das gefällt mir sehr gut. Müssen wir nur noch einmal warten. Oron baut immer noch fleißig, das ist gut. Ja, die beiden, die schaffen das mit dem, die kriegen da schon genug Zeug dran, denke ich mal. Vielleicht können wir dann noch ein Haus bauen, wo wir vielleicht mal ein bisschen sortieren, jetzt Waffenkammer mäßig und Rüstungskammer, ne, wisst, was ich meine. Wenn wir genug Leute haben, dass wirklich jeder seinen Platz hat und vielleicht auch mal mit Betten ausstatten, was zwar nicht unbedingt erforderlich ist, aber fürs Auge vielleicht ein bisschen schöner aussieht, ne? Einen schönen kleinen Außenposten. Und dann als letzte Aktion würde ich dann sagen, setzen wir die Mauern einmal rundherum, dass wir wirklich mal so ein eingezäuntes Ding haben. Und ich gehe mal davon aus, dass man diese Dinger, entweder kann man sie aufwerten auf die größeren Mauern, weil es gibt ja definitiv größere Sorten an Mauern. Kommt man da denn auch hoch? Gibt es vielleicht irgendwie so ein Verteidigungsturm? Gebäude. Sturmhaus? Nee, Irrenhaus. Ach du liebe Güte. Das ist das L-Haus. Sturmhaus? Langhaus? Ach, das ist so ein Teil. L-Haus haben wir ja schon mal gebaut. Ha? Kleine Hütte. Irrenhaus finde ich lustig. 19 haben wir auch schon. Ja. Na egal, das ist noch nicht so. Also das brauchen wir jetzt nicht gleich. Erstmal warten wir jetzt, bis die Mauern fertig sind. Bis dahin hat Wot auch die letzte Ladung Kupfererz geschürft. Und dann schnappen wir uns mal Ohren. Sehr interessant. Hat doch was. Ich hätte wahrscheinlich hier oben rumgehen sollen. Anstatt bis dahin, aber das kann man ja wieder abreißen, denke ich mal. Das wäre ja kein so eine Verschwendung. Hier oben rum. Oben, dann hinten Anschluss. Und auf der anderen Seite halt genauso. Und dann haben wir das einmal richtig eingezäunt. Und da kann auch keiner zwischendurch irgendwo rauslatschen. Sondern ich gehe mal davon aus, dass die dann wirklich so einen automatischen Weg hier generiert bekommen, wo dann auch die Karawane durchläuft. Und vielleicht können wir ja dann auch eine kleine Bar bauen. da kann man bestimmt auch Alkohol verkaufen. Dann müssen wir uns vielleicht doch mal mit Rumdestillation befassen, was man dazu alles braucht. Und solche Sachen. Mal ein bisschen das, unseren kleinen Außenposten mit Leben füllen. Nee, das war Quatsch. Bleib mal hier. Da muss ich mich dran gewöhnen. Ich würde mal sagen, ich mache das einfach mal. Gebäude. Nee, das ist zu groß.
Nee, wir nehmen mal so ein Sturmhaus. Oder so ein L-Haus als Kneipe. Und wohl reicht das vielleicht? Nee, kleine Hütte ist auf jeden Fall zu klein. Was braucht das denn? 35 Baumaterialien. 24, 16, 5. Wir nehmen mal das hier. Ich nehme das mal als potenzielles Kneipenhaus. Setzen wir mal hier hin. Da kann man das nicht bauen, ne? Ich setze das mal hier so an diesen Weg, den man da sieht. Oh, meine Stimme ist gleich weg. Da. Okay. Zack. Nein. Da muss ich mich dran gewöhnen. Ich mache das jedes Mal. Klappt. So. Wut hat die 40. Ladung. Beziehungsweise hat jetzt 40 Dinger voll. Dann nehmen wir mal Oron. Du folgst mir mal auf dem Fuße. Schnappst dir mal das Kupfer. Und machst erstmal gar nichts, genau, denn es ist Abend und dann nützt das eh nichts. Nee, dann kannst du weiter beim Aufbau helfen. Eigentlich könnte sie ja noch ein bisschen mehr mitschleppen, ne? Schade. Weil dann müsste sie nicht so oft hin und her rennen. So. Kann sie nämlich mal ein paar Stück auf einmal bauen. Jetzt bauen sie natürlich erstmal das Haus, aber das ist egal, was als erstes fertig ist. In das Haus würde ich dann einbauen, also irgendwie eine Destillerie, vielleicht ein paar Felder dahinter, die dazu da sind, ja, die Brennerei zu versorgen. Ich weiß nicht, was man da genau nimmt. Reis muss ich mal sehen, ob wir da überhaupt die Möglichkeit haben, den anzubauen. Das muss man mal sehen. Werden wir gleich haben, das. Die Option. So, er backt weiter fleißig Brot. So, dann wird das hier unsere Kneipe. Paar Sitzgelegenheiten. Ladentheke. Destillerie rein in eine Ecke irgendwie. Kann man vielleicht auch oben aufs Dach setzen. Mal schauen. Hier ein Feld hin, vielleicht mit, ja, guck, was man dafür braucht. Die sind auf jeden Fall ziemlich schnell mit dem Bauen, also muss ich ehrlich sagen. Du dann eigentlich auch gleich mal in die entsprechende ja, so, genau. Ach so, ja, okay. Ach, ihm habe ich das jetzt, ihr habe ich das jetzt reingedrückt. Ich hatte jetzt gedacht, ich habe. Mio hier. Ja, die hat noch keinen Rucksack. Na, ist ja egal. Ja, immer schön fleißiges Brot essen. Da haben wir meistens, also da haben wir mittlerweile wirklich sehr viel Nahrung hier.
Die Felder sind auch schon wieder gleich voll. 70, 70, 70 ungefähr. Er ist schon fertig. Dann müssten wir ja eigentlich mal. Gut, das passt. Kümmerst du dich erstmal wieder um das Hanffeld? Oron baut fleißig weiter. Kurz meine Stimme ölen. Ach so, jetzt ist besser. Tja, viel zu tun. Jetzt kommt Wot mit der 5. Wieder 5 Ladungen. Ja, es sieht aber ganz gut aus, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob man auf diese Mauer drauf kann oder wie man das überhaupt macht. Werden wir sehen. Hauptsache erstmal ein bisschen eingezäunt. Wo ist denn unser guter Kang? Der kann sich hier wieder hinstellen. Da ist nur eine Kriegerin, glaube ich. Nee. Da ist nur ein Krieger. Sieht so aus jedenfalls. Wir machen mal Folgendes. Später haben wir es 2 Uhr. Das passt eigentlich. Du nimmst dir mal das ganze Kupfer, was wir so haben. Und düst mal in die Stadt. Den Rest werde ich mal wieder in die Theke packen zum Verkauf. Und versuchen, ob wir da auch mal wieder was verkaufen können. Das sind Wachen, glaube ich. Denn da laufen jetzt immer wieder Leute durch, die ich gerne hätte. Zumindest einen, den wir kaufen können noch. Das sind die Wachen, die hier rumflitzen, warum auch immer. Positionieren wir sie hier schon mal. Sechs Uhr macht ja das Geschäft auf. Da, hier ist was im Gebäude. Jetzt gehe ich noch mal hoch. Das ist schon abgeerntet, das ist gut. Dann kannst du weitermachen mit den Zack der Geschichte. Und Hot Longs werde ich jetzt mal kurz missbrauchen, um die restlichen Kupfer. Hier reinzupacken. So. Vielleicht kommt ja mal wieder jemand und so. Kauft ein bisschen Kupfer ab. 5, gleich ist es soweit. Macht der Laden auf. Können wir das auch machen? Kaufen wir den nächsten Mann oder die nächste Frau. Ich hoffe, es läuft da jetzt auch einer rum.
So. Klappt doch alles. Ja, schnell an deinen Arbeitsplatz. So. Willkommen, Freund. Handeln wir. Haben wir jetzt. Das ist Baumwolle, das sind Kakteen. 5 Stück. Wir haben ja Kaktusfelder. Was kostet eine? 17. Ach, die nehmen wir alle mal mit. So, wir haben ja genug. Baumwolle. Das ist Weizenstrohmehl. Ich gucke gerade noch so nach Sachen wie Reis, aber das haben wir hier wohl nicht so. Ups. Jetzt gehen wir wieder hoch. Das kann sie nämlich gleich in dieses Kaktusfeld packen, was da oben ist bei uns. Die sind nämlich hier, die zwei. Hier haben wir eins. Also. Waren das 1 oder 2? 1, glaube ich. Nee, machen wir mal anders. Da kann sie reinpacken. 40 Stück brauchen wir. Müssen wir immer mal wieder hinschauen. Und wir gucken jetzt hier mal. Da ist eine. Ansprechen. Nee, schade. Das sind wahrscheinlich Karawanen. Ja, die trampelt jetzt natürlich genau da. Ah, nee, macht sie nicht. Okay, die geht dann durchs Tor. Ruka. Oh, wie das ist ja nett. Ach so, deswegen hat er die Stummelhörner. Jetzt nichts für bezahlt. Nö, das ist ja lustig. Schön. Willkommen, Ruka. Auch wenn du Stummelhörner hast, das ist mir vollkommen wurscht. Hauptsache du kannst kämpfen. Was haben wir denn für Eigenschaften? Ja, gut, okay. Für geschenkt. Wollen wir mal nicht meckern, ne? Kann Ruka nämlich auch die nächsten rekrutieren? Was haben wir denn hier noch so? Feldarzt. Nee, brauchen wir nicht. Oh, es sind schon 40 Minuten Aufnahme. Oh. Sehr spannend. Ron hat Kakteen abgeliefert, das ist sehr gut. Nee. Ja, so, die sind da drin. Ja, dann kannst du mal weiter helfen aufbauen. Ruka, geht mal hier weiter rum.
gucken, was das für eine ist. Nee, ich wollte noch einen Krieger haben. Weil ich finde die ganz interessant. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber Scheck, hießen die Scheck oder so? Warte mal. Den hatten wir schon. Was ist er denn für einer hier? Ach so, ein Händler. Mhm. Was hat er denn noch so? Nö, nö, nö. Stoffe. Nein, wir brauchen unser Vermögen für neue Mitarbeiter. Der lässt sich nicht ansprechen. Auch eine Verteidigungsmauer fertig. Der lässt sich auch nicht ansprechen. Er rennt hier rum oder sie. Das ist eine Lampe. Ja, das müssen wir natürlich dann neu jetzt noch installieren. Ein paar mehr Windräder. Die Häuser noch mit Strom versorgen. Dann werde ich wahrscheinlich neben das Haus noch eins bauen. Nee, der lässt sich auch leider nicht ansprechen. Was ist denn mit ihr hier? Was ist denn das für eine oder einer? Gucken. So einen hatte ich noch gar nicht. Ach, wir nehmen den mal. Zill. Ein sehr komischer Zeitgenosse, sehr abgemagert. Zum Schwarm gehört der. Na gut, der ist jetzt erstmal. Der plündert jetzt erstmal den Brotkorb, würde ich mal sagen. Der Arme. So ausgemergelt, wie der aussieht, ist das auch kein Wunder. So, jetzt haben wir noch 3000. 2, 4, 6, 8, 9. Dann einen haben wir jetzt dann noch, den wir kaufen. Ja, der isst sich erstmal satt, der arme Kerl. Wie viel haben wir denn hier schon wieder drin? Ich hätte ja gerne noch mal so einen Krieger. Da werden wir noch mal zusehen. So, da sind sie auch gleich fertig mit. Kann man nämlich erstmal wieder in die Weizengeschichte gehen. Denn die Felder sind fertig. Gerade fertig geworden. Was hat Zill denn für Eigenschaften? Arbeiten. Ja, das ist ein ganz normaler Typ. Macht aber nichts. Ich finde ihn sympathisch. Der sieht lustig aus, finde ich. Schwarm. So dürr. Aber der konnte irgendwas mit Schlösser knacken sehr gut. Habe ich gesehen. Aber wir machen jetzt mal Folgendes.
Also, Yinsei macht mal das. Mio macht mal das. Haozu macht erstmal dieses Feld. So, dass das wieder vorangeht mit der Nahrung. Nicht, dass das abreißt. Das ist noch nicht so weit. Können weiter die Dinge oder sie, ich sage immer eher immer noch. Okay. Ja, die Mauern sind soweit aufgebaut. Wir haben die Ernte eingeleitet. Ich würde mal sagen, das ist eine gute Stelle, um Feierabend zu machen für diese Folge. Ist mal ein bisschen länger gewesen, aber ich fand das jetzt wirklich interessant. Und ja, bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich glaube, wir werden in der nächsten Folge, wenn wir den Kreis schließen, ich werde hier mal ordentlich Baumaterial von Ruka und Zill herstellen lassen. Das könnten wir eigentlich mal machen. Zill, du bist Steineklopper. Ruka macht das. Genau. Lasse ich das ab und zu mal laufen, schaue mal ein bisschen drauf, mal schauen. Vielleicht schaffe ich es die Woche. Versprechen kann ich es nicht. Ja, ansonsten eine ruhige Woche und bis zur nächsten Folge. Tschüss.